Alhamdin zit ze zijn middel wel daarheen ein, om zijn roof in verschillende linda zu verbessern, om die Beziehung zu dem herrschenden politischen Verwaltung der großen linda, insbesondere der Vereinigten Staaten von Amerika, zu verbessern, in denen Alhamdin versuchen haben, um die Krise des amerikanischen Präsidenten Trump zu missbrauchen, um die Politik von Washington und der Region zu beeinflussen, um seine Agenden zu erfüllen. Und der amerikanische Schriftsteller Vicky Ward enthüllte diese verdächtige Beziehung in einem neuen Buch, das die Versuche von Alhamdin-Organisation veranschaulicht, um Jared Kushner, einen der engsten Trump zu gewinnen, der eine Reihe von internen und externen Rollen hat, weil er ein Mitglied des Oberganges Tim ist, der die Übertragung der Macht von der Regierung des ehemaligen Präsidenten Barack Obama an die 30. Regierung arrangiert, sowie ein Botschafter des Präsidenten in den Nahen Osten ist. Und das neue Buch unter dem Namen Kushner Foundation konzentriert sich auf die Bewegung der katarischen Behörde, nachdem Trump die Präsidentschaftswahlen gewonnen hat, indem er geheime Kommunikationskanäle mit der Familie Kushner eröffnete. Unter dem Verwandt und mit dem öffentlichen Ziel, um eine Finanzkrise in der Familie Kushner zu lindern, um eine Vereinbarung zu treffen. Und es begann, wenn ein Familienmitglied eines Verwandten von Trump sich in einer Finanzkrise befand, weil sie beschlossen hatte, um eine Reihe von Immobilien in New Jersey zu verkaufen. Wenn die Verbesserung der Beziehung zu amerikanischen Präsident Trump von Verhandlungen war, die am Ende 2016 Jahrhundert für Vertrauen einer der Organisation von Doha mit den Beamten der Kushner Firma gefolgt wurde, die einen Verwandten von Trump gehörten. Und während dieser Verhandlungen fand die Treffen zwischen dem katarischen Finanzministerium Ali Al-Amidi und dem Vater von Kushner Familie in New York statt, obwohl diese Verhandlungen zunächst nicht erfolgreich waren und gegen der Vater von Kushner Familie um finanzielle Ziele Unterstützung von Katar zu erhalten oder eine Zusammenarbeit mit Doha aufzunehmen. Und das neue Buch wurde enthüllt, dass eine Firma von Doha schließlich der Familie Kushner half, um aus der Finanzkrise herauszukommen.